Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth bekommt Morddrohungen aus dem rechten Lager und dem nationalistisch-religiösen Teil der türkischstämmigen Wählerschaft in Deutschland. Ich werde täglich aus den Reihen von Pegida und AfD angefeindet, bis zu Morddrohungen, so die Grünen-Politikerin gegenüber der Rheinischen Post. Sie wehre sich dagegen notfalls juristisch, sagte die frühere Parteichefin. Bei der Gedenkfeier in Solingen am vergangenen Dienstag wurde Roth nach eigenen Angaben von Anhängern der BIG-Partei heftig angepöbelt. Dass sie verschwinden solle, sei noch der harmloseste Ausruf gewesen. Ein Teil der türkischstämmigen Deutschen hätte sich abgeschottet, so Roth. Das schwierige Verhältnis zwischen den jungen Türken, die Erdogan hinterherlaufen, aber in Deutschland alle Freiheiten genießen, und dem liberalen Teil der türkischstämmigen Community müssen wir ernst nehmen, findet die Grünen-Politikerin.